Bis dahin können wir Folgendes machen. Wir können unsere Armee mal drillen lassen. Und da ist jetzt diese wunderbare Animation, die gar nicht laut ist. Die da im Hintergrund jetzt die ganze Zeit spielt. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie ihr so laut vernehmt wie ich hier gerade. Aber es ist tatsächlich ziemlich... Na gut. Auf jeden Fall bekommen wir dafür jetzt auch Armee-Militärerfahrung. Und die können wir dann auch später ausgeben für... Kommen wir später zu. So, in puncto Italien. Und während wir Missionen aktiv haben, kommen eben immer wieder so Entscheidungen, die wir treffen müssen. Hier jetzt ist es meistens so Entscheidungen, weil wir müssen uns jetzt entscheiden, wie wir das Ganze angehen. Wie wir in puncto Italien fortfahren. Ob wir eher aggressiv vorgehen, also so Militär, Armee reinschicken und alles wird gut. Oder so, ja, Frieden, Freude. So ein bisschen Eierkuchen, Olivenkuchen vielleicht, so Italien. Aber das wollen wir halt nicht. Friedlichen Weg? Nee. Der Forscher verliert ein bisschen Loyalität, aber das ist uns auch recht egal. Und ich glaube, je nachdem, was wir da auch auf Zeit machen, wird dann auch die eine Fraktion im Senat gestärkt oder die andere. Und das hat, wie gesagt, wieder Auswirkungen auf Entscheidungen, die wir dann später treffen können. Ihr merkt schon, also für diejenigen, die von euch jetzt vielleicht sich entscheiden wollen, lege ich mir das Spiel zu, lege ich es mir jetzt nicht zu. Ja, man muss sich in sehr viele Sachen etwas reindenken. So, kommen wir zur Militärerfahrung. Während unser Typ jetzt hier vor sich hin trainiert und die Zeit weiter voranschreitet, Militär. Wir können hier für... Ich glaube, immer 100 Militärerfahrung, die wir durch Drillen und allen möglichen anderen Kram bekommen, auch durch Gefechte oder Belagerungen oder sowas, friedlich, kriegerisch, können wir uns hier Boni erkaufen, quasi. Und hier gibt es eben auch verschiedene Tech-Trees, wobei es nicht wirklich ein Tech-Tree ist, es ist einfach nur... Geht den einen Zweig runter, geht den anderen Zweig runter, geht den dritten Zweig runter. Forschung. Fortschritt. Game Design. Und da kaufen wir uns eben so Boni wie Offensivkraft für schwere Infanterie oder neue Taktiken oder Disziplin für schwere Infanterie. Und das ist zum Beispiel jetzt schwere Infanterie Tab. Dann gibt es hier Flotte und Belagerung und sowas. Dann gibt es hier leichte Infanterie und leichte Kavallerie. Ja, ein bisschen Flotte, ein bisschen Bogenschießen und sowas. Alles nicht so sonderlich aussagekräftig. Was, wie ich finde, sehr viel wichtiger ist, sind die einzelnen Einheitentypen. Denn das ist so ziemlich das... Eine der wenigen Sachen, die ich wirklich gut finde an dem Spiel, auch schon seit Release. Und das ist eben, dass es hier verschiedene Einheiten gibt, nicht so wie bei Europa Universalis, wo du einfach sagst, okay, all meine Einheiten sind Langbogenschützen. Was soll schon schief gehen? Oder all meine Schiffe sind derselbe Typ. Was soll schon schief gehen? Und hier haben wir eben so Sachen wie Bogenschützen. Wir haben Kamelreiter, wir haben Wagen, wir haben schwere Kavallerie, wir haben leichte Kavallerie, wir haben berittene Bogenschützen, wir haben schwere Infanterie, wir haben leichte Infanterie, wir haben Esel, Nachschubkolonne oder wir haben Kriegselefanten. Und die sind eben, wenn man hier drüber hovert, gut gegen einige Sachen und schlecht gegen andere. Und da muss man eben gucken, was ich eben sehr, sehr cool finde immer, gegen wen kämpfe ich? Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich kämpfe gegen, keine Ahnung, Steppenreiter und die haben sehr viel berittene Bogenschützen, dann gucke ich hier, gegen was sind berittene Bogenschützen gut und gegen was sind sie schlecht. Und dann muss ich gucken, wie stelle ich meine Armee zusammen, um die zu schlagen. Und das ist so ein bisschen hin und her, das heißt, man ist nicht immer mit seiner Armee, die man sich so festlegt, gut gegen alles. So wie es dann eben bei Europa Universalis oder anderen Spielen später mal ist, wenn man, keine Ahnung, die preußischen Space Marines sich zusammengebaut hat, die dann einfach alles zersmashen und man braucht sich keine Gedanken mehr zu machen den Rest des Spiels, weil die Armee schafft alles. Ganz egal. Und dasselbe gibt es eben auch bei Schiffen, wobei bei Schiffen ist es nicht mehr ganz so extrem. Da haben wir einfach sehr leichte Schiffe, normale Schiffe, schwerere Schiffe, sehr schwere Schiffe und fucking überschwere Schiffe.
Man kann sich dann erschließen, was daraus passiert. Du schlägst den, 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 du schlägst den. Mehr oder weniger. So, der Senat spricht. Rom erhält erhöhte Militarisierung, weil wir uns zweimal für Krieg entschieden haben. Diplomatische Reputation minus 4, Kriegspunkte kosten minus 5%. Das ist sehr gut, aber auch sehr schlecht gleichzeitig. So, wie sieht's bei euch aus? Du hast immer noch... Du bist auch in der Verteidigungsliga. Ah. Aber es sind sowieso nur die drei hier. Okay, gegen die drei kommen wir an mit unserem Blob. Das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Wir handeln einfach alles, was geht. Da bin ich auch gar nicht mal so groß drin. Ja, ihr trainiert weiter. Versuchte Bestechung. Oh mein Gott, das ist ja unerhört. Und das in der Politik. Oh mein Gott. Rom erhält Dividenden, Handelswert plus 10%, Rom schuldet Handelsfraktion 0 gefallen. Diese Option erhöht den Wert um 1. Oder verliert Loyalität, Rom verliert Stabilität. Ja gut, der Handelsfraktion 1 gefallen zu schulden ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, sagte er. Und das... Die Republik zerbrach unter seinen Worten. Ja, ich glaube sogar... Ja, ne? Okay. So, während die Bündnis... Entschuldigung, müssen wir jetzt erstmal gucken, wer du bist. Du bist... du da unten. Lucanien. Ah, du bist auch im Krieg mit... anderen Leuten. Entschuldigen Sie, nein, danke. Wir wollen da in keinen Krieg hineingezogen werden, zumal man auch sagen muss, hier unten, wir betrachten das jetzt alles mal als unser Land. In Zukunft. So, wir werden erst wahrscheinlich hier ein bisschen oben mit Etrurien und sowas und dann schlagen wir nach Süden hier Samnium und sowas. Dann gucken wir uns da ein bisschen weiter rum. So, wir schalten das Ganze mal auf Speed 4. Und ich hoffe, dass... Oh ja. Da hat Paradox tatsächlich in der Zwischenzeit nicht mehr so viel gemacht, was die Performance angeht. Ach du Heilige. Wenn es jetzt ein bisschen choppy rüberkommt, es tut mir sehr leid. Aber ja, das Spiel war noch nie wirklich performancemäßig ausgereift. Jo. Okay. Ich weiß gar nicht, was passiert. Weil in... Das ist so ein Ding, da würde ich mir eigentlich mehr Tooltips wünschen. Loyalität und sowas ist ja... Warte. Okay. Unser Konsul? Ja. Hat die Eigenschaft energisch erhalten. Alles klar. Wann sind eigentlich unsere nächsten Wahlen? UI, ich verdamme dich. Wahltermin. Aha. Sekunde. Das ist derselbe. Der 1. Oktober 455. Okay, da sind wir dann wahrscheinlich im Krieg. Okay, rebellische Tendenzen. Das scheint, das wurde ein Mensch von Marsi. Okay, alles klar. Wir schicken Marsi ein Geschenk. Rom verliert Politiker. Warum? Marsi erhält Marsis Meinung. Gib halt das Land zurück. How about no? Warte mal, Marsien. Wer von euch ist Marsien? Du bist Marsien. Nein, dir wollen wir doch kein Land zurückgeben. Du bist hier im Kerngebiet. Quasi. Was hast du eigentlich für eine Meinung von uns? Oh, plus 25 nur? Yikes. Okay. Ich mach das mit der... mit dem Geld und mit dem Politikeinfluss. Danke. Ich möchte schon, dass ihr dann später mitkämpft. Und... das wäre schon ganz nice. So, 42 Sitzer... stehen dahinter. Wie viele haben wir eigentlich?
Kann man hier irgendwo schnell einsehen, wie viele Sitze das sind? Sind das 100? Wir haben auch gerade gesehen, da ändern sich... Wie viele Sitze haben wir? Okay. 2, 4... 90? Ungefähr? Na ja, gut. Potenzial, bla. Schuldet der Religionsgefahr 0 Rom erhalten. Ah, okay. Verliert Beliebtheit, verliert Loyalität. Na ja, gut. Oberhaupt der Kunden. Hast du irgendeinen Posten? Zweitkonsul. Möglicherweise. Kriegen wir Loyalität eigentlich? Wieso geht die Loyalität runter? Nicht die gleiche Fraktion? Okay, Machtbasis. Alles klar, ne? Na ja, komm, wir schulden der Religionsfraktion erstmal keinen Gefallen. Keine Ahnung. Okay, wann ist die Mission durch? Warte. Wurde schon abgeschlossen? Wieso wurde die schon abgeschlossen? Habe ich einen Pop-up bekommen? Ich weiß es gar nicht. Wie kann ich das hier jetzt effektiv... Ich dachte, man erhält dann ohnehin... Ich meine, ich könnte eine Militärfraktion. Unterstützung kostet ein bisschen Stabilität und ein bisschen Tyrannei. Das wäre eigentlich nicht so geil. Aber warte mal. Wenn... Geht das, wenn ich... Du bist doch zwei. Du bist doch Co-Konsul hier. Ja, es ist alles nur... Es ist alles nur persönlich. Es ist nicht, es ist jetzt nicht unbedingt auf die Fraktion ausgelegt. Militärfraktion stärken für... Na gut. Politik macht? Ja. Also, aber dafür bekommt die Populistenfraktion plus Einfluss. Das möchte ich eigentlich nicht. Ihr bekommt immer die Populistenfraktion Einfluss. I get it now. Aber was passiert? Bekomme ich da nur Disziplin plus? Wird da nicht die Fraktion an sich? Bekommt die nicht mehr Sitze oder sowas? Ich bin etwas überfragt. Wie gesagt, das UI könnte ein bisschen mehr beleuchtet werden. Obwohl, wir können das bisschen Tyrann eigentlich auch in Kauf nehmen, oder? Ah, ihr wird... Entschuldigen Sie. Wie? Warum würdet ihr nicht mitmachen? Illoyaler Untertan, Entschuldigung. Masion und Fre... Ich habe euch doch eben... Ihr mögt mich doch! Masions Meinung plus 54. Du bist doch nicht illoyal. Quoi? Excusez-moi. Und bei dir? Plus 15. Ja, das könnte ich vielleicht noch gerade... Die haben Kriegsgrund auf uns. Ja, okay, wahrscheinlich Independence und sowas. Unabhängigkeit. Ja, du bist loyal und bist plus 15 und du bist hier plus 54 und... I'm sorry. Wir könnten ein Geschenk senden.
So, seid ihr jetzt loyaler? Piraten! Sie schauen mal, Piraten haben Ostien geplündert, okay. Ja, gut. Aber wieso würdet ihr nicht mitmachen? Illoyaler Untertan. Das macht keinen Sinn. Die vergöttern mich. Plus 79. Loyalität zu... Ja, wir sind doch... Okay. Also Loyalität 2 scheint nicht hoch zu sein. Okay, das haben wir jetzt gelernt. 37 schon eher. Was ist du hier unten? 38, was ist du? 27. Aber 27 ist doch auch... Also, das ist doch jetzt nicht wenig. Manchmal hilft es, wenn wir irgendwie Kriegsziel ändern. Zumindest bei anderen Paradox-Spielen. So kann man einige KI manchmal auch dazu bringen, da mit in den Krieg zu kommen, auch wenn sie gar nicht wollen. Aber jetzt können wir neu. Wundert mich gerade so ein bisschen, wie gesagt. Okay. Frentanien ist jetzt loyaler? Nicht wirklich loyal? Ja, komm, oh, wir brauchen Masien doch nicht, um hier die drei fertig zu machen. Was haben wir hier? Ist immer noch dasselbe, ne? Das gleiche Triumvirat. Sabina, die Umbria und die Picteni. Ja, die Derbs machen wir fertig hier, komm. Was haben wir hier für Gelände? Wahrscheinlich irgendwie Wald oder keine Ahnung. Nahkampf machen wir. Wir machen Einengen als Taktik. Und dann läufst du da hoch. Und dann werden wir hier in einem Erstschlag. Wo sind das? ...19.000? Habt ihr auch schwere Infanterie oder sowas? Können wir das zufällig einsehen? Okay, ihr habt leichte Infanterie, Bogenschützen und Esel. Ihr habt ganz viele Bogenschützen. Bisschen schwere Infanterie. Ja, vielleicht schaffen wir es. Okay. Ja, ich weiß, Senat ist nicht wirklich dabei. Jetzt sind sie schon wieder nicht. Willst du mich verarschen? Ihr wart doch gerade noch. Alles cool. Beziehungen verbessern, vielleicht hilft das. Hier auch. Beziehungen verbessern, so. Aber wir haben ja eigentlich theoretisch gute... Erbe der Piraten. Wir haben ja eigentlich gute Beziehungen. So ist es nicht. Aber die Loyalität ist halt irgendwie... Ich meine, das können wir verbessern durch Meinung, ja. Ah, jetzt wollen die unabhängig werden. Masische Unabhängigkeit. Try me, bitch. Der Senat will auf jeden Fall nicht, dass wir den Krieg erklären. Können wir auch gar nicht, weil es sind unsere Untertanen. Du weißt nicht, zu was ich imstande bin. Aber ich meine... Die Frentani will ich auf jeden Fall... dabei haben. Weil ansonsten wäre es ja ein bisschen meh. Um ehrlich zu sein. Wir können vielleicht noch ein bisschen Diplomatie. Hallo?
diplomatische Reputation dazu holen, damit wir vielleicht besser gesehen werden. Ja. Ernteauswahl. Wir tun, was wir können. Erhält Loyalität. Rom verliert 26. Das können wir uns gerade so leisten. Nahrung monatlich minus 16%. Das trifft sowieso ein. Verliert Loyalität. Marco verliert Geld. Bist du wichtig? Ja, es ist Mitglied der... von der großen Familie. Ja, ich meine, komm. Wir machen es einmal so. Wir bezahlen es aus eigener Kasse. Lucani, du willst... Ihr wollt immer noch... Ihr wollt immer noch ein Bündnis? Ihr seid doch immer noch im Krieg, oder? Ich meine, es steht gut für Lucanien, aber trotzdem, wir sehen die eher als Rivalen. Hier, ey. Ihr wollt wirklich unabhängig werden. Nahrungsknappheit, ja, das in Rom selbst? Also ich hebe Magna Graecia. Graecia. Wo sind hier... Handelsgüter? Nein. Provinzen? Okay. I don't know. Honestly, I don't care. Aber ihr werdet jetzt aus irgendeinem Grund... Ich meine, eben wollten sie. Die wollten hier, die Frentani, die wollten eben noch in den Krieg, jetzt nicht mehr. Illoyaler Untertan. Wieso sind die denn illoyal? Ich meine, die sind bei 31, ja? Ihr seid mittlerweile bei 37. 37 gilt als loyal. 38 auch. 31 nicht. Finde ich auch geil. Die Erklärung ist auch nicht wirklich wasserdicht. Lucerien ist ein Untertan von Rom, weshalb sie automatisch Kriegen beitreten. Frentani und Marsien sind auch Untertanen von Rom, aber die treten nicht automatisch bei. What? Untertan. Frentanien, Pelegula, Nugula und Marsien. Ja, macht nicht wirklich Sinn. Illoyaler Untertan. Freunde über Grenzen hinaus. In Ordnung. Pelignie, 36 haben wir. Ja. Ist jetzt die Frage, wo das Threshold ist. 32? Ist 32 Threshold? Nein. Ist es vielleicht 33? Wie viel haben wir schon erhöht? Verbesserte Beziehungen. Da plus 1. Machte Geschenke geht auch runter. Minus 1. Das heißt, es bleibt ungefähr gleich. Hä? Jetzt ist er runtergegangen auf 27. But why? This makes no sense. 42. Woran machen die das fest? Einfach so. Bumm. Weg. Relative Macht im Lehnzelt. Also Meinung hat sich nicht verändert. Und trotzdem... Das macht nicht wirklich Sinn. Okay, wir gucken mal, was die Wahl sagt. Es sieht so aus, als ob die Militärfraktion... Oh, die Populistenfraktion. Alter Schwede, was geht mit denen? 34 Plätze im Senat. Militärfraktion hat...
ist die zweitstärkste Fraktion und hat nur 28 Sitze. So, wir haben einen Militärfraktionskonsul. Ja. Und einen Religionsfraktion-Co-Konsul. Scheine Herkunft spielen. Okay. So, das heißt, unsere Armeen und Flotten und sowas habt auch jetzt mehr Moral. Das ist gut. So, allerdings haben wir quasi eine Minderheitsregierung. Aber jetzt. Jetzt sagt der Senat, ja, das ist gut, okay. Umbrien und Piktinien. Aber leider, unsere Untertanen hier, die beiden können wir trotzdem nicht reinrufen. Aus Gründen. Was ich echt nicht wirklich nachvollziehen kann. Naja gut, dann wissen wir ja, wo wir stehen. Nicht wahr? Liebe Untertanen, nicht zugewiesene Titel. Ah, wir haben keinen Zensor. Wie? Haben wir irgendjemand aus einer wichtigen Familie? Du, aber du bist Kacke. Okay. Nahrungsmittelknappheit Omen. Wir können den Omen einrufen. Da nehmen wir jetzt Moral oder Disziplin? Ich würde sagen, Moral, das ist der größere Bonus. Und so wie ich die meisten Paradox-Spiele kenne, ist Moral am Anfang vom Spiel wichtiger und Disziplin gegen Ende vom Spiel wichtiger. So, da haben wir unseren ersten Kampf und den ersten Kampf. Wir machen alle platt. Wir haben 197 Bogenschützen verloren und die haben einfach 4000 Soldaten verloren. Alles klar. So. Und jetzt haben wir wieder dieses super tolle überlappende UI. Ganz, ganz klasse. Das ist wirklich so wunderschön gemacht. Hm? Hm? Okay, wir haben niemanden verloren, aber der Gegner hat niemanden ins Feld geschickt. What? I'm sorry. Ah, die haben hier einfach Leute auf die Provinz, die wir sowieso belagert hatten, zusammengerufen. Alles klar. Achso, ich schalte mal kurz die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Weil da wird es jetzt etwas frantic sonst. Okay, kriegen wir die noch? Ja, wir kriegen sie noch. Und wir machen sie wieder absolut fertig. So, da müssen wir jetzt aufpassen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel die Nahrungskapazität, die jetzt wahrscheinlich auf kurz oder lang, genau, da geht sie runter und da müssen wir jetzt gucken, wie lange wir halt in Feindesgebiet unsere Soldaten ernähren können. Aber unser erstes Ziel wird Aternum, Hafenstadt. Hafenstädte sind immer ein wichtiges Ziel und sowas, wegen Nachschublinien und sowas. Obwohl, ich weiß gar nicht, ich bin so in Hearts of Iron 4 drin, deswegen, also Hearts of Iron 4 gibt es natürlich Nachschublinien. Ich weiß gar nicht, ob es hier große Nachschublinien gibt. Auf der anderen Seite, das ist eine ziemlich große Armee da drüben. Vielen Dank, aber nein, das möchte ich nicht in meinem Land haben. So, Anschluss ist erlaubt, das heißt, Österreich kann auch mit von der Partie sein. Nein, Scherz. es können sich Verbündete... Armeen, Heere können sich unserer Armee anschließen. Das ist okay. Man sollte es halt ausschalten, wenn man in Gebieten kämpft, die keine hohen Nachschubwerte haben. Das heißt, so Gebirge oder sowas immer irgendwie. Oder Wüste. Damit man keine 100.000 Soldaten versorgen muss. Die dann nicht versorgt werden können in der Wüste. Einzeln. So. Gut. Aber wir versuchen mal, dass wir die Stadt befreien von den Unterdrückern der Picenti. Ich habe die ganze Zeit Piktini gesagt, ne? Egal. So, unser erstes richtiges Gefecht
Und da sehen wir, von der Seite kommt der Esel mit reingeritten. Das haben wir auch gewonnen. Allerdings, die Feinde haben relativ wenig Verluste gemacht eigentlich. Entschuldigung. Wieso kann ich nicht weiter vorrücken? So. Schlechtes Forschungsverhältnis. Was? Bürger produzieren monatlich Forschungspunkte mit einer Produktion jährlich von... Bevölkerung von... erhalten wir Effizienz von... Okay. I don't quite get it. Verhungernde Bewohner. Ja, wahrscheinlich hier, weil wir eben die Belagerung hatten. Und sowieso gerade nicht wirklich viel... Entschuldigung. Sowieso gerade nicht wirklich viel Nahrung in der Provinz hatten.